Gigafactory nennt Tesla seine Fabriken. Und die erste, die steht in Nevada, drei gibt es insgesamt. Und das erste Werk in Europa, das soll eben jetzt in der Nähe des Hauptstadtflughafens BER gebaut werden, in Berlin und Brandenburg. Paul Reiferscheid aus unserer Wirtschaftsredaktion. Man weiß noch nicht genau, was da geplant wird, aber wie viele Arbeitsplätze ungefähr könnten das sein? Also die Spekulationen, und es sind bislang noch Spekulationen, weil sich Tesla da entsprechend noch nicht zu geäußert hat, gehen zwischen 7.000 und 10.000 Arbeitsplätze. Einerseits in der Produktion, beim Bau von Batteriezellen, wie auch eben halt den entsprechenden Mittelklasse-Modellen von Tesla, die dort geplant sind bei Berlin. Und auf der anderen Seite soll es allerdings auch noch ein Designzentrum geben, was in Berlin voraussichtlich gebaut wird. Wo exakt, hat man offiziell noch nicht bestätigt, aber es heißt, dass es in der Nähe des Berliner Flughafens, zumindest was die Fabrik anbelangt, sein wird. Nun kennt man ja gerade von Elon Musk, also von dem Chef von Tesla, immer diese Ankündigungen auch auf Twitter. Wie zuverlässig ist das Ganze? Also könnte es noch zu einem Rückzug kommen? Also es scheint wohl mehr oder weniger doch jetzt sehr offiziell und damit klar zu sein. Denn es gibt einerseits sozusagen eine entsprechende offizielle Erklärung der Landesregierung von Brandenburg, wie auch des Senators für Wirtschaft in Berlin. Und auf der anderen Seite hat sich Tesla auch entsprechend geäußert, auch international mit einer entsprechenden Presseerklärung. Man muss also davon ausgehen, dass das sozusagen in trockenen Tüchern ist. Da sind allerdings auch monatelange Verhandlungen dem vorausgegangen. Vor ungefähr einem Jahr hat Elon Musk auf Twitter verkündet, es wäre mit Sicherheit interessant, eine Fabrik in Deutschland sozusagen zu bauen. Damals hieß es aber noch eher in der Nähe der deutsch-französischen Grenze. Das hatte wohl den Hintergrund, dass sich unter anderem das Saarland sehr bemüht hat, eine entsprechende Fabrik von Tesla ins eigene Bundesland zu holen. Am Ende, dass man sich dann für Berlin bzw. Brandenburg entschieden hat, das hat aber bis gestern Abend praktisch nahezu die gesamte Branche völlig überrascht. Damit hatte man nicht gerechnet, weil Berlin ist bislang nicht dafür bekannt, der Schwerpunkt der deutschen oder internationaler Automobilindustrie zu sein. Könnte es sein, dass da im Hintergrund auch Subventionen geflossen sind oder es sonstige Vergünstigungen gibt für Tesla, um die anzulocken? Bis jetzt hat sich noch niemand entsprechend geäußert, aber bei solchen Investitionen in Milliardenhöhe ist es eigentlich üblich, dass es Steuererleichterungen gibt, andere Vergünstigungen gibt. Frage, zu welchem Preis bekommt zum Beispiel Tesla dieses Grundstück? Welche aber Subventionen oder Fördermittel dort entsprechend Elon Musk versprochen worden sind, ist noch nicht bekannt. Da wird man in den nächsten Tagen Informationen allerdings zu erwarten dürfen. Ist das jetzt alles auch ein Gegenbeweis zu den deutschen Wirtschaftsbossen, die immer sagen, in Deutschland sind die Löhne zu hoch und es gibt keine Fachkräfte? Es ist auf jeden Fall eine Provokation, muss man sagen, gegenüber den deutschen Autobauern. Auf der einen Seite ist Elon Musk dafür bekannt, dass er die deutschen Autobauer immer sehr lobt bzw. auch bewundert. Auf der anderen Seite sucht er auch den Wettbewerb. Im Endeffekt hat sich Tesla jetzt praktisch in alle großen Räume begeben, wo die Konkurrenz auch ist. Einerseits in den USA, andererseits baut man gerade, die steht kurz vor der Eröffnung, eine Fabrik in China, in Shanghai. Dort ist mit der größte Markt und sitzen die meisten Konkurrenten. Und jetzt eben halt Deutschland, da wo die meisten anderen Konkurrenten sind, da versucht man jetzt das Wettrennen sozusagen anzuführen. Tesla will eine große Fabrik bauen in Berlin-Brandenburg in der Region. Informationen von Paul Reiferscheid. Danke dir dafür. Gerne.